Unser Hauptauftrag ist natürlich die Repräsentation für die Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen abrufbereit sein, wir müssen einsatzbereit sein. Wir sind exzellente Kämpfer. Weil das ja wirklich auch eine fordernde Ausbildung ist. Alle komm. Klagen über Schmerzen. Wie eineiige Zwillinge muss man alles gleichzeitig machen. Akkurat, sehr ordentlich und dann die nächste Woche auf einmal wieder hart im Wald kämpfen. Wir sind das Wachbataillon. Semper Thales, immer vortrefflich. Guten Morgen, Stefan mein Name, Oberfeldwebel. Wir sind hier gerade in der 6. oder beziehungsweise im Wachbataillon und haben jetzt den ersten Tag quasi angefangen mit der Protokollgrundausbildung. Ich bin hier eingesetzt als Zugführer. Links, auf der Stelle! Links, Fußstellung korrigieren! Abstände zum Vordermann korrigieren! Die Protokollgrundausbildung ist quasi das wichtigste Bestandselement im Wachbataillon, weil wir den Hauptauftrag des protokollarischen Ehrendienstes haben und da dementsprechend die Soldatinnen und Soldaten fachgerecht ausgebildet werden müssen. Im Griff nennen wir das. Erster Zug, fertig! Auf! Für den einen oder anderen wird es ja ein bisschen härter. Es ist nervenaufreibend. Sie werden sich auch teilweise an ihre Grenzen bringen. Die kriegen jetzt hier alle drei TSKs, werden sie jetzt eingekleidet. Da wir für die verschiedenen Einsatzformen halt auch alles, alle drei TSKs brauchen. Wir gehen jetzt erstmal zur Vermessung. Da wird Körpergröße, Kopfweite, Halsweite, Oberweite, Bundesweite und Fußgröße ermittelt. Hi, ich bin Hauptgefreiter Philipp. Ich bin beim Wachbataillon, weil es ein Wechsel zwischen infanteristischen Aufgaben ist und zwischen den protokollarischen Aufgaben. Dieser Wechsel dazwischen, den finde ich halt immer extrem gut. Das ist halt eine Abwechslung. Ich wollte halt was draußen machen, nicht nur stumpf im Büro sitzen. Das wäre halt nichts für mich gewesen. Also ich habe Philipp als einen sehr positiven Menschen kennengelernt. Was mir aber noch aufgefallen ist, dass Philipp sehr zielstrebig ist und ambitioniert. Also beispielsweise, wenn wir Pause machen oder auch mal länger Pause machen, vielleicht weißt du, dann möchte er eben die Ausbildungszeit so gut wie möglich nutzen. Also er möchte wirklich vorankommen und ich glaube, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Wenn wir dann mit der Protokoll-Grundausbildung fertig sind, dann Staatsgäste empfangen. Also ich glaube, das wäre das Größte für mich jetzt, sage ich mal, weil man das eben sonst nicht so erlebt als Normalsterblicher. Also vor allem beim ersten Einsatz werde ich mir besonders viel Mühe geben und ich hoffe, da klappt auch alles gut. Die Jungs sind jetzt hier gerade bei der Einkleidung. Hier haben wir jetzt hinter uns die Dienstanzüge, die Jacken. Die werden also an den Soldaten angepasst, dass dementsprechend da eine Schlocker hängt, nicht irgendwie rumflackert oder sonst was, sondern dass die halt straff aussehen. Sehr eng. Der Protokolleinsatz steht im Fokus und der Sicherungsauftrag ist als Zweitauftrag wichtiger Bestandteil des Bataillons. In Nien ist jetzt hier die Ortskampfbahn 1, der OK 1 im Pil. Da hast du viele Möglichkeiten, was du hier machen kannst. Raum, Einbruchsteller erweitern generell. Man hat überall diese ganzen verschiedenen Gebäude. Und die sind halt immer für spezielle Sachen, kann man da trainieren. Die Woche machen wir nur die Grundfertigkeiten, also die Basics erstmal wieder. Die Raumaufstellung, wie stelle ich mich auf davor, wie gehe ich rein, wie verhält sich jede Position, der erste, der zweite, der dritte, vierte.
sind halt einfach im Zuge des Angriffs auf diese Ortschaft immer noch dabei, vereinzelte Schlüsselpunkte oder Schlüsselobjekte im Raum freizukämpfen. Jetzt ist halt das nächste Angriffsziel nun mal dieses Hochhaus oder /Hotel. Versucht auch ein bisschen Schnelligkeit aufzubauen, aber ihr werdet immer wieder durch so einfach zu viel Nachdenken, werdet ihr von euch ausgebremst. Dann müsst ihr immer ein bisschen entschlossener werden. Ja, ein bisschen entschlossener. Die Jungs heute haben sich gut angestellt. Es fehlt noch ein bisschen die Routine, aber im Großen und Ganzen bin ich auf der Truppebene sehr zufrieden. Ich bin jetzt gerade einfach nur dabei, die ganzen Sachen, die ich empfangen habe, in meinen Spind zu rollen. Die Hosen, die hängen immer. Sonst entsteht da halt so eine Falte, man sieht das ja hier gut. Und die muss man halt dann wegbügeln. So ist halt scheiße und so ist viel besser. Man darf es halt nicht unterschätzen. Wir sind halt der erste Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Staatsgast kommt, sind die Jungs später die Ersten, die gesehen werden. Weil der erste Eindruck zählt immer und den ersten Eindruck kannst du nicht ersetzen. Und deswegen muss halt Perfektion her. Geht nicht anders. Mein Name ist Stabsgefreiter Jennifer. Ich bin jetzt schon seit 4 Jahren im Salutzug hier tätig. Der Salutzug gehört ja mit zum protokollarischen Ehrendienst des Wachbataillons. Und wenn Staatsgäste oder Staatsoberhäupter allererste Mal Deutschland besuchen, bekommen sie von uns 21 Salutschüsse. In der Seefahrt hatten die Schiffe im Schnitt 20 Bordkanonen auf einem Schiff. Und um eine friedliche Absicht, eine Einfahrt in den Hafen zu signalisieren, wurden vor Einfahrt diese Kanonen leer geschossen und es wurde dann mit einem Schuss durch den Hafen bestätigt. Also insgesamt 21 Schuss. Abgefeuert! Mit Scharfschießen kommt natürlich vorne der Knall und der Feuerball raus. Jetzt für Übungszwecken wird dann halt immer abgefeuert gerufen. Wir haben insgesamt beim Salut-Einsatz 6 dieser Haubitzen stehen mit je 3 Bedienerin. Als ich noch nicht bei der Bundeswehr war, habe ich einmal im Fernsehen so Einsätze gesehen. Ich fand das total faszinierend. Mich hat das beeindruckt, wie synchron und ordentlich das alles ist und strukturiert. Das hat mich so ein bisschen gecatcht, sage ich mal, und deswegen wollte ich hierher. Und ich bin auch sehr froh, im Salutzug gelandet zu sein. Ein Durchlauf machen wir noch. Im Endeffekt kommt die Routine nur, wenn man die Abläufe 10.000 Mal macht, dann geht es in Fleisch und Blut über und ja, dann ist man auch stolz drauf. Synchronität ist alles, Sympathales, stets gleich. Meine Feldmütze, graue Handschuhe und meine Schwarzkoppel. Und damit wollen wir jetzt erstmal draußen antreten. Vorne die Stiefelspitzen schwärzen und die hatten ebenso. Und los. Es wurden jetzt 6 Mal nach oben geschickt. Bemängelt wurden Stiefelputz. Ja, also ich hatte Gott sei Dank Glück gehabt mit meinen Stiefeln. Na, Glück nicht. Ich habe es einfach gemacht vorher noch. Dann machen wir jetzt gleich noch ein bisschen Marschausbildung bzw. Richt- und Wendeübung. Als Warm-up, sag ich mal, kann man es bezeichnen, weil es halt doch relativ Low-Level ist. Noch. Hey! Hey! Und dran! Aber schon besser. Aber wir noch nicht schön. 6, 3, 2. Erst wenn die Sachen korrigieren, dann korrigieren sie erst. Wenn ich nichts sage, dann bleiben sie so stehen. Wenn dann scheiße, scheiße mit Schwung. Arme schlafen ein, Füße schlafen ein. Das ist auch völlig normal. Da braucht auch keiner ankommen. Oh, scheiße, was jetzt so ist oder abbrechen oder so, ist nicht. Immer stolz sein. Ja, das ist wichtig. Und das möchte ich auch von jedem hier sehen. Ja, wer keinen Bock darauf hat, kommt bitte zu mir, dann quatschen wir mal. Mach und zack. Mach.
Fehler sind, dass sie noch nicht ganz in dem Takt sind. Ja, und dass sie halt auch die Distanz zum Vordermann halten. Wenn ich Bier noch in der Hand habe, dann kommt mal so ein Bier. Ist nicht. Ey, ihr seid da, Disziplin. Reißt euch zusammen. Das sind Kleinigkeiten, die werden aber demnächst auf jeden Fall abgestellt. Und jetzt heißt es Sport für die Jungs, dass sie mal ein bisschen in Wallung kommen. Hey Leute, wenn ihr noch sehen wollt, was das Wachbataillon sonst noch zu bieten hat, außer marschieren, dann bleibt dran und verpasst nicht die nächsten Folgen.